Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben ja schon Spyro the Dragon 1, Spyro the Dragon 2 und jetzt kommt Spyro the Dragon 3, was wir spielen wollen. Und ich habe mir extra nochmal Wikipedia aufgerufen. Spyro the Dragon 3 kam 2000 raus, also vor 18 Jahren. Ich denke mal, ich werde hier auch wieder knapp eine Stunde aufnehmen. Reines Gameplay werde ich hochladen, also ich werde nichts schneiden, ich werde nicht rendern, ich werde kein Intro, Outro, irgendwas dazu packen. Reines Gameplay-Material ungeschnitten. Ja, da sind wir mal so bei 60 GB für eine Stunde. Ja, ich hoffe, dass ich das dann alles bis zum Wochenende schaffe und wir gucken da jetzt einfach mal drin. Ich habe mir gedacht, da könnt ihr denn wenigstens reines Gameplay-Material sehen in 4K. Ich spiele auf der PlayStation 4 Pro. Und durch Rendern geht ja auch immer was verloren. Kamera ist auch nicht drin, weil dadurch auch die Qualität, wenn ich es aufnehme, ein bisschen runtergedreht wird. Und deswegen habe ich hier ohne Kamera reines Gameplay-Material, dass ihr euch wirklich einen guten Blick über das Spiel machen könnt. Die pennen ja alle. Und überall liegen Eier. Ich bin mal gespannt, wer diesmal der Bösewicht ist. Ich habe das ja damals gespielt, vor 20 Jahren. Oder vor 18 Jahren jetzt mittlerweile, und ich habe das echt alles gar nicht mehr im Kopf, ey. Das ist ein Hase. Eine Hiesin. Warum klaut die Dracheneier? Ist aus Teil 2 die Katze? Oh. Greift sie! Stoppt sie! Wir haben die Eier geschnappt, eure Hoheit. Jedes einzelne. Exzellent. Vielleicht seid ihr ja doch noch zu etwas Nutze. Nun geht, bewacht die Tunnel. Stoppt jeden, der hindurch will. Die Elfe wieder. Wo sind die Eier? Die Löcher führten zur anderen Seite der Drachenwelten. Wir fanden ein paar Eier, aber sie waren zu schwer zum Tragen. Die andere Seite der Welt? Die vergessenen Welten. Spyro, du musst das tun. Niemand sonst passt durch diese Löcher. Ja, komm schon, los geht's. Finde die Eier und bring sie zurück, Spyro. Du bist unsere einzige Chance. Wird gemacht! Okay, Dracheneier soll ich diesmal wieder beschaffen. Die Tricks hat er alle noch drauf. Kann ich auch noch schwimmen? Ich kann nicht unter Wasser schwimmen. Okay. So, das ging ja an Teil 2, das ging jetzt hier nicht mehr. Ah. Drachenbiegen. Süß. Zack und weg. Wir
müssen mal gucken. Kamera. Passiv. Also derjenige, der die Eier retten soll, ja? Ja, bin ich. Wie traurig. Hör zu, Drache. Wenn du weißt, was gut für dich ist, kriegst du in das Loch zurück, durch das du gekommen bist. Diese Eier gehören jetzt uns. Und ich habe sie an Orten versteckt, die du in 1000 Jahren nicht finden wirst. Und solltest du doch ein Ei finden, werden dich unsere erfahrenen Armeen jagen und es zurückbringen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Jo. Wenn ich dich hier nochmal sehe, werde ich sehr wütend sein. Und du wirst mich nicht mögen, wenn ich wütend bin. Okay, gut, dann geh ich nach Hause. Das war's. Keine Dracheneier retten. Wir wollen ja nicht, dass er wütend wird. Ich habe doch aber die Kamera umgestellt. Passiv. Eigentlich müsste doch die Kamera jetzt automatisch mitgehen. Ach, scheiße. Spyro, wie lustig, dich hier zu treffen. Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit wir Ripto in Avalar besiegt haben. Mit meinem Geschäft ging es danach bergab, also bin ich hierher gekommen und mit der Zauberin ins Geschäft gekommen. Eine reizende Frau. Scheint auch Drachen zu mögen. Die Zauberin hat mich gebeten, Sheila, das Känguru, zu bewachen. Wenn du etwas mehr Geld hättest, könnte ich sie entkommen lassen. Vielleicht willst du sie als Haustier. Ach, jetzt wird die Karte angezeigt. 300 haben wir noch nicht. Spät dran für eine Dinnerparty in der Tiki-Hütte. Und das Portal zu mir nach Hause funktioniert nicht. Vielleicht geht es wieder, wenn ein paar mehr Drachen schlüpfen. Okay. Also 10 Drachen schlüpfen lassen. Ein bisschen wie bei Teil 1. Bei Teil 1 waren es... Gefällt dir der aktive Kameramodus? Sonst kann ich ihn wieder auf passiv zurücksetzen. Okay, dann lasse ich es so. Vergiss... Auf dem Grund dieses Sees liegt ein Ei. Ich würde es ja holen, aber ich will mein Fell nicht nass machen. Holst du es rauf? Du kannst tauchen, indem du Stürmen an der Oberfläche drückst und auch unter Wasser stürmen. Ja, das kennen wir ja schon, das ist, weil ich Teil 2 gespielt habe. Eben konnte ich aber nicht, jetzt kann ich doch. Thank you.
Muschelstrand baden gehen, als mein Portal einfach vor meinen Augen verschwindet. Wenn du noch mehr von diesen Dracheneiern findest, würde das Portal bestimmt wieder funktionieren. Der liegt auch nicht schlecht. Ja, habe ich noch nicht, okay. Wir brauchen Eier diesmal, um die Portale öffnen zu können, dass wir weiterkommen. Andere Welten und so. Da fehlt auch nicht mehr viel, um mit. Halt. Känguru. Ah, da das Taubding, da 20. Okay. Also für Sparks haben wir jetzt auch Aufträge. Weiter. Da drüben versuchen. Ich denke mal, die 300 für Känguru kriegen wir voll. Hey Spyro, ich habe eins dieser Portaldinger gefunden, das in eine andere Welt führt. Aber du musst gleiten, um es zu erreichen. Drück Sprung und dann nochmal Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Folge mir einfach. Erneut Sprung, ganz. Ich habe was Glänzendes in der Höhle da drüben gesehen. Gucken wir es uns an. Du kannst dorthin schweben. Drück dazu einfach Aktion am Ende des Gleitens. Ach, Scheiße. Ein paar Portale sind frei, aber ein paar muss ich mit Eiern freischalten. Rücksprung! Oh, fuck. Power-Up, Spyro. Jedes Mal, wenn du durch ein Power-Up gehst, das so aussieht, kannst du für eine ganze Weile fliegen. Mhm.
Ich bekomme ein Vermögen dafür, dass Sheila das kennt. Ja, ich weiß. Wir wollen sie befreien. Na, logisch. Oh, Spyro, du bist so Trophäe, so ja Silber. Naiv. Dein gutes Herz wird eines Tages womöglich dein Untergang sein. Aber im Moment macht es mich reich. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich dich einfach so rauslasse. Echt nett von dir. Nichts für ungut, okay? Okay. Ich mache ja schließlich nur meinen Job. Du musst wohl einer dieser Drachen sein, was? Ja, ich heiße Spyro. Das ist mal eine Überraschung. Ihr Drachen habt früher mal diese ganze Welt beherrscht. Dann wart ihr plötzlich einfach weg. Puff! Hier haben Drachen gelebt? Wusstest du das nicht? Ich glaube, das war vor über 1000 Jahren oder so. Und sie verschwanden? Ja, und was seltsam ist, als sie weg waren, war auch die ganze Magie der Welt verschwunden. Ich meine, diese Welt soll früher voller Magie gesteckt haben. Fliegende Schiffe, singende Wälder, Wundsteine und noch mehr. Aber ohne die Drachen ist alles vertrocknet. Funktionieren deshalb manche Portale nicht? Ja, sie verblassen langsam, nach und nach. Tja, ich muss nach Hause, Schadenskontrolle betreiben. Du kannst mich jederzeit besuchen. Okay, dann gehen wir noch gleich mal durch die erste Tür durch. Ah, hier ist ein lila. Beim ersten, bei Teil 1 war, glaube ich, ein roter. Bei Teil 2 weiß ich hundertprozentig, da war es ein grüner Edelstein. Nochmal danke. Und hier ist ein oranger, nicht lila, jetzt orange. Jetzt muss ich herausfinden, was die böse Zauberin mit meiner Heimat gemacht hat. Ich helfe dir. Hi, Sheila. Während du weg warst, haben uns Rinox aus unseren Häusern vertrieben. Aber keine Bange. Bobby, Pete und ich haben einen Plan, um sie zurückzuerobern. Ach, das Spiel. Ach, jetzt bin ich die Tussi. Kannst du auch steile Klippen wie diese erklimmen. Drücke Sprung einmal und dann nochmal, wenn du wieder auf dem Boden aufkommst. Für einen Doppelsprung. Sobald du das gemeistert hast, kannst du alles erreichen. Gar nicht, dass man da auch mit anderen spielt. Hier, ich wollte Omelette daraus machen, aber du kannst es besser gebrauchen. Habe ich Teil 3 gar nicht gespielt? Habe ich das ausgelassen gehabt? Ich weiß es gar nicht. 1, 2 weiß ich hundertprozentig, dass ich es gespielt habe. Schade, dass es damals noch keine Trophäen gab. Da hätte man nachgucken können, welche Trophäen man hat. War damals ja noch nicht so, dass Spiele gespeichert wurden online. Der nächste Kerl ist ein Feigling. Mach ihn fertig. Der nächste Kerl ist ein Feigling. Heutzutage ist es ja kein Problem, wenn man eine gleiche Konto behält. Und mein PSN-Konto habe ich ja schon ein paar Jahre. Sheila, Lust auf einen Streich? Nimm dieses Ei und wirf es auf Billys Haus. Süß mit den Drachen. Ja, jetzt heutzutage kann man nachgucken. Geht einfach unter Spiele oder wenn man was spielt, geht man einfach unten auf Trophäen und guckt nach. Dann weiß man, was damit bei ist.
hoch. Die Rhinoxe sind an der Macht. Wir müssen ihre Hütten platt machen, um sie aufzuhalten. Aber sie sind so groß, um sie mit deinem Trittangriff zu zertrampeln. Probier's mit deinem Stampfangriff. Ich lenke die Rhinoxe. Du weißt doch noch, wie man stampft, oder? Da bin ich wohl tot. Oh. Die Rhinoxe sind an der Macht. Wir müssen ihr. Du weißt doch noch, wie man stampft, oder? Ach so, in der Luft. Wie du einen Charakter oder ein Fahrzeug steuerst, ruf das Pause-Menü auf und wähle Steuerung. Okay. Danke für die Hilfe, Sheila. Nimm dieses Ei, das ich in... Und weiter geht's. 3 von 3, also hier gibt's nicht mehr. Hier nicht? Schade. Aber mit der Landkarte ist schon mal ganz gut. So, und jetzt wieder zurück. Das war lustig. Weißt du, Spyro, Rhinoxe zu besiegen wird nie langweilig. Tschüss, Spyro. Man sieht sich bestimmt wieder. Okay. Auf jeden Fall ist eine Auffrischung drin. Ist anders als Teil 1 und 2. Wie gesagt, wir steuern jetzt hier auch andere.
Gott sei Dank kann man da immer wieder nachgucken, wie die Steuerung ist. So, und da oben ist noch ein richtiges Portal. Ich habe was Glänzendes in der Höhle da drüben gesehen. Gucken wir es uns an. Ja, ich weiß. Ach, dann machen wir das halt nochmal. Ach, Mann. Ja, Jump in One, ich mag es echt gerne, aber wenn dann immer Doppelsprung und hier Sprung und da Sprung. Drück Sprung. Ist doch nicht. Rücksprung, während du... Oh, dieses Ei hätte ich fast vergessen. Ah, ich bin nämlich vorhin rübergesprungen, ohne ihn nochmal anzuquatschen. Da gibt es das Ei nicht. Oh, ich sehe da gerade noch was. Ich sehe da oben auch was. Aber wie soll ich da hochkommen? Irgendwie müssen wir ja da auch hochkommen. Kann man hier Charaktere wechseln? Nee, kann man nicht. Wenn ich jetzt hier so Charaktere wechseln könnte, so wie bei Skylanders, wenn man dann einfach eine Figur runternimmt, eine andere, und dann kann man mit der Tor öffnen oder eine Fähigkeit, die eigene Figur ja nicht hat, dann hätte ich da einfach dann das Känguru genommen und wäre da hochgesprungen. Vielleicht sehe ich nie wieder einen Regenbogen. Wenn meine Flügel so stark wären wie deine, könnte ich leicht hier rüber gleiten. Da. Oh. Entschuldigung, Leute, einen trockenen Hals. Metallrüstungen, die diese Gegner tragen, schützen sie vor deinen Drachenflammen. Ja, das weiß ich doch. Das... Ja, da kommen sie aber auch reichlich früh damit an. Davor sind schon mehrere und jetzt kommen sie an und sagen hier, die kriegst du platt, wenn du so und so was machst. Thank you.
Der war ja süß. Wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Ich soll für die Zauberin diese Plattformen bewachen. Aber ich könnte wegsehen, wenn ich anderweitig beschäftigt wäre mit Edelsteine zählen. Oh ja, kostbare, kostbare Edelsteine. Nun denn, Spyro, du kannst die Plattformen vor allem den Geldsack nutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Denk dran, dass du am längsten gleitest, wenn du ganz oben im Sprung Sprung drückst und Aktion am Ende. Yep. Vielleicht kriege ich den Wolkengenerator wieder zum Laufen. Na dann viel Spaß. Ah, ein Ei. Ist da, glaube ich, rausgefallen. Da kam niemand rausgefallen, habe ich gesehen. Die Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke beim Morgengrauen. Aber diese schelmischen Geister verhindern, dass unsere Glocken läuten. Machen wir.
Ach Mensch, die Steuerung ist echt. Willst du das haben? Es ist aus dem Glockenturm gefallen. Ja. Thank you.
Na, scheiße. Ich krieg dich. Jetzt haben wir noch. Ich habe erst gedacht mit Fliegen und dann von... Aber die Steuerung beim Fliegen ist beschissen. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg nach Hause.
Na, da haben wir doch auch schon mal ordentlich Diamanten gesammelt. Und ich hätte ja noch mehr, wenn ich dem Geldsack nicht hätte welche geben müssen, immer um das Känguru zu befreien und immer um die Plattform anzumachen, dass ich weiterkomme. Pass auf, Jäger, die gruselige Zauberin. Ich hab dich doch gewarnt. Hier ist es gefährlich für kleine Drachen und Miezekatzen. Oh. Danke, aber wir können auf uns aufpassen. Dann passt mal hier rauf. Auf. Komm nach der Hexenschule wieder, okay? Hey, bilde ich mir das ein oder ist sie süß, wenn sie wütend ist? Ja, die Miezekatze mit dem Kanickel also. Ja, trotzdem würde ich gerne wissen, wie ich an dieses Ei da rumkomme. Wir haben ja jetzt auch eigener Diamanten ausgelassen. Wir haben ja jetzt auch die genug Eier eigentlich, damit der immer mit den 10 und der mit den 14 die Portale öffnen kann zu sich nach Hause. Bevor wir jetzt hier reingehen, werden wir erstmal nochmal da hinten lang gehen. Gucken, was die jetzt sagen. Da, Zähne. Endlich funktioniert mein Portal wieder. Besuch mich in der Tiki-Hütte. Okay. Komm dich nachher besuchen. Strand baden gehen, als mein Portal einfach vor mir. Habe ich nicht mehr Eier? Ach, 4 fehlen mir noch. Schade. Dieser Ballon kann dich in ein neues Land bringen. Aber erst, wenn du eine Person aus jeder der 5 Welten zurückgebracht hast. Eine Person aus jeder der 5 Welten. Also muss ich jetzt praktisch... Eine habe ich ja schon, jetzt bei der Tiki-Welt. Gefällt dir der aktive Kameramodus? Ja, gefällt mir. Okay, dann lasse ich... Also Tiki-Welt ist Nummer 2, das ist dann Nummer 3 und dann... noch an 2 andere Welten und dann hole ich da welche zurück und dann kann ich halt eine neue Welt. Dann suchen wir uns jetzt mal eine schöne Ecke aus. So. Das ist doch schön. Das ist schön. So lassen wir das, würde ich sagen. Ja. Ist Spyro the Dragon, also was soll ich da großartig erzählen, ist wirklich süß gemacht. Grafik, Sound, wenn man überlegt, dass das mal ein PlayStation 1 Spiel war, ordentlich was rausgeholt. Ich habe schon im ersten und im zweiten Teil gesagt, es ist was für Kinder, weil ihr habt es mitgekriegt, hier ist kein Fluchen, kein Blut, keine Gewalt, nur Fried, ein bisschen Gewalt. Ja, aber kindergerechte Gewalt, weil man, den Bösen muss man ja auch besiegen. Wer wäre blöd, wenn man da sagt, du warst böse, du gehst jetzt in eine stille Ecke oder auf die stille Treppe und wäre auch ein bisschen langweilig. Oder?
Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich werde das Video auch, wie gesagt, nicht rendern, nicht schneiden. Intro, Outro, alle drum und dran lasse ich komplett weg, damit ihr reines Gameplay-Material habt. Damit ihr wirklich das seht. Ich spiele auf der PlayStation 4 Pro. In 4K, HDR hat es nicht. So. Und wenn ihr da natürlich noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich hoffe, ihr konntet euch damit dem Anzocken hier so ein bisschen was helfen. Teil 1, Teil 2 und Teil 3 angezockt. Ja, ich bin dann jetzt auch mal weg. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.